Salam alaikum, liebe Geschwister. Heute werden wir in unserer Freitagspredigt dazu aufgerufen, falsche Frömmigkeit beim Fasten zu vermeiden. Liebe Geschwister, in Sura al-Baqarah heißt es in Vers 183, O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Liebe Geschwister, jeder Fastende achtet darauf, dass während seines Fastens kein Tropfen Wasser in seinen Magen gelangt. Dabei gibt es aber viele Fastende, die nicht so sehr darauf Acht geben, wenn sie untereinander reden, wenn sie nur lästern über andere und sich beschweren und beklagen über dieses und jenes. Und wieder andere verhalten sich zutiefst ungerecht gegenüber ihren Familien und besonders oft gegenüber den weiblichen Familienangehörigen. Und dann gibt es viele Menschen, die sich Vorteile verschaffen, die ihnen nicht zustehen, wie zum Beispiel, dass sie sich krank schreiben lassen, obwohl sie gesund sind. Dabei, liebe Geschwister, ist das Pflegen der Verwandtschaftsbande ein elementarer Bestandteil eines gottgefälligen Lebens. Allah hat uns das Fasten im Ramadan vorgeschrieben, nicht um uns zu quälen oder dass wir hungern und dürsten sollen, sondern dass wir erkennen, dass Bescheidenheit und Mitmenschlichkeit im Islam an erster Stelle stehen und dadurch die Taqwa, eine hohe Stufe der Gottesfurcht, erreichen. Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, neidet einander nicht, macht keine Gebote gegeneinander, hasst einander nicht, kehrt euch nicht den Rücken gegenseitig zu und treibt nicht die Preise künstlich nach oben für Waren, die ihr nicht wirklich erwerben wollt. Und seid die Sklaven Allahs als Brüder. Ein Muslim ist der Bruder eines jeden anderen Muslims. Er tut ihm kein Unrecht, er verrät ihn nicht, er lügt ihn nicht an und er verachtet ihn nicht. Die Gottesfurcht ist hier. Dabei zeigte der Prophet dreimal auf seine Brust. Es ist schlimm genug für einen Mann, dass er einen anderen, der doch sein Bruder ist, verachtet. Alles in einem Muslim ist für einen anderen Muslim heilig. Sein Blut, sein Eigentum und seine Ehre. Überliefert von Sahih Muslim. Unsere gegenseitige Zuneigung, liebe Geschwister, die wir füreinander empfinden, soll uns aber auch nicht dazu bringen, unseren Mitmenschen im Schlechten beizustehen, sondern sie im Gegenteil immer wieder mit auf den rechten Weg zu unterstützen. Liebe Geschwister, zuletzt möchte ich euch einladen, heute Abend und auch morgen wird es in der Moschee Iftar-Essen geben. Alle Brüder und Schwestern sind dazu herzlich eingeladen und natürlich auch die Kinder, die heute wieder so zahlreich hier erschienen sind. Am Sonntag treffen sich darüber hinaus die Mädchen unserer Gemeinde zum gemeinsamen Fastenbrechen. Zu dieser Veranstaltung sind alle Mädchen herzlich eingeladen. Also sagt es euren Töchtern zu Hause, dass sie dann auch in die Moschee kommen. Der Vorstand organisiert ein Gemeindefest anlässlich des Endes des Fastenmonats Ramadan. Und zwar am Samstag, den 7. Mai. Wir haben dafür das altbekannte Gartengrundstück in Worms Pfiffligheim angemietet. Zu diesem Fest sind alle Brüder und Schwestern und alle Kinder herzlich eingeladen.
Wie in der Vergangenheit auch, wird für die Teilnahme ein geringer Unkostenbeitrag erhoben. Die Details sind vorne an der Tafel im Vorraum neben dem Eingang ersichtlich. Um besser planen zu können, ist für die Teilnahme an dem Fest eine zeitnahe Anmeldung unbedingt erforderlich. Bitte so schnell wie möglich anmelden, spätestens